Auf diesem Kanal möchte ich das perfekte Foto-Video-Setup zusammenstellen. Dazu gehört Kamera, Objektiv, Stativ, aber natürlich auch die richtige Technik, den Weißabgleich perfekt zu bestimmen. Denn nicht nur in der Fotografie, auch beim Filmen ist das wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Wenn der Weißabgleich nicht stimmt, ist man nämlich sehr häufig dazu verlockt, aus seinem schönen farbenfreudigen Bild ein Schwarz-Weiß-Bild zu machen, was eigentlich gar nicht nötig wäre. Nachdem ich jetzt 10 Tage in der Türkei war, habe ich für mich die beste Möglichkeit herausgefunden, den Weißabgleich zu bestimmen. Und dazu muss ich sagen, der Weißabgleich meiner Kamera, der Sony A7 IV, ist jetzt nach dem Update schon sehr, sehr viel besser geworden. Und ich musste jetzt nicht mehr so viel daran machen, aber trotzdem gab es auch noch sehr, sehr oft ein paar Ausfälle, die man natürlich in der Nachbearbeitung korrigieren muss. Das zeige ich euch jetzt. Und da sind wir wieder. Und hier sehen wir jetzt meine ganzen Bilder, die ich gemacht habe. Es sind eigentlich noch ein paar mehr, aber das jetzt erstmal hier so zur Auswahl, die wir jetzt hier haben. Ich würde sagen, wir springen einfach mal rein mit dieser schönen Backware hier. Und wie wir jetzt hier sehen, ist das Ganze ein bisschen gelblich. Wir sehen irgendwie, ist okay, aber wenn man ich jetzt hier so sehe, da würde ich dann auch oftmals lieber ein Schwarz-Weiß draus machen. Das sieht immer gut aus. Aber meine Familie sagt dann immer, nee, Schwarz-Weiß ist langweilig, ich soll es in Farbe lassen. Deswegen machen wir jetzt den Weißabgleich erstmal richtig. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit. Wir nehmen uns hier die Pipette und tun das Ganze auf einen weißen Spot, der eigentlich weiß sein sollte. Nehmen uns mal hier diesen Spot raus. Und was wir jetzt gesehen haben, ist, der Weißabgleich ist etwas kühler geworden. Und ich finde, das sieht jetzt auch schon mal recht gut aus. Was wir jetzt auch bemerkt haben, ist, dass sich das Histogramm hier oben verändert hat. Klar. Was steckt aber jetzt eigentlich dahinter, hinter diesem Weißabgleich? Was ich festgestellt habe, als ich hier manuell an diesen Reglern rumgespielt habe, ist, dass sich hier diese blau-, grün- und roten Kurven übereinander bewegen. Und ich denke, auch das ist die Lösung des Ganzen. Wenn wir jetzt nämlich hier mal auf das Histogramm gucken und ich hier jetzt mal den Regler verschiebe, dann gibt es hier diese verschiedenen Regler. Und wenn ich jetzt hier mal versuche, die ganzen übereinander zu schieben, jetzt gehen wir nochmal auf die Tonung, dann kommen wir hier, wenn ich das genau übereinander schiebe, auch auf ein ähnliches, wenn nicht sogar jetzt perfekteres Image als gerade. Jetzt ist nämlich diese Kurve hier gerade direkt übereinander und ich finde, jetzt ist der Weißabgleich wirklich perfekt. Also nochmal zusammengefasst, diese drei Kurven, die blaue, grüne und die rote Kurve, die muss an einer Stelle genau übereinander sein. Bei diesen Ausschlägen hier sollte es genau übereinander liegen und so kriegt man oftmals genau den richtigen Weißabgleich hin. Jetzt könnte man sich noch fragen, ey Ben, ja, jetzt haben wir das mit dieser Kurve gemacht. Wie sieht das Ganze denn aus, wenn man das jetzt zum Beispiel mit dieser Kurve hier oben rechts gemacht hätte? Das probieren wir jetzt mal aus. Jetzt habe ich versucht, diese Linie hier oben in der Mitte zusammenzuschieben, was nicht perfekt funktioniert hat, weil die ganzen nicht direkt parallel zueinander liegen, aber ungefähr kriegt man das hier immer hin. Und jetzt muss man sagen, das Ganze sieht mir jetzt wieder zu komisch aus. Das Ganze ist mir jetzt zu kühl und hier muss man dann einfach sagen, gut, man muss einfach ausprobieren, mit welcher Kurve das am besten aussieht. Meistens ist es nicht die oberste oder die größte Kurve, es ist oftmals einfach hier so eine kleinere, die am Rand liegt. So kann man dann immer den richtigen Weißabgleich herausfinden. Versuchen wir das Ganze auch nochmal bei einem anderen Bild. Und jetzt haben wir hier unser Image und das sieht irgendwie immer noch ein bisschen komisch aus. Meiner Meinung nach irgendwie hat es einen komischen Tint ineinander. Und hier, wie gesagt, würde ich wieder schwarz-weiß machen, wenn ich nicht wüsste, wie man den Weißabgleich richtig hinkriegt. Jetzt wenden wir wieder genau die gleiche Methodik an. Wir gucken hier oben auf das Histogramm, wieso hier die Ausschläge sind und versuchen da jetzt mal den Weißabgleich herauszufinden. Und wir sind fertig mit dem Ganzen. Ich habe mir hier als Referenzpunkt diese kleine Kurve hier genommen, sodass jetzt hier diese ganzen Linien hier übereinander liegen. Und ich finde, das Ganze sieht wunderbar aus. Jedenfalls schon viel besser, als das Ganze vorher war. Ich würde sagen, ein letztes Image machen wir noch. So, das ist jetzt schon eine etwas schwierigere Situation. Denn jetzt haben wir zwei Lichtquellen drin. Einmal hier links, da war ein Fenster. Da kommt das etwas kühlere Fensterlicht rein. Und wir haben hier überall das künstliche Licht, was die kleine leider die ganzen Utensilien hier beleuchtet. Wir wenden hier wieder unsere Strategie an. Diesmal habe ich mir diese Kurve hier als Referenzpunkt genommen und zufälligerweise hat das wieder geklappt. Das ganze Bild ist jetzt wieder kühler geworden und wenn man sich jetzt hier nochmal das vorher
anguckt, kann man sagen, das Ganze sieht jetzt schon viel, viel besser aus und auch korrekter. Das Ganze sieht jetzt nicht mehr so komisch aus. Das sah auch ungefähr so in Realität aus. Eigentlich wollte ich jetzt hier nochmal ein negatives Beispiel haben, was das Ganze zeigt, also dass das Ganze nicht so gut klappt. In diesen Fällen muss man dann einfach sein eigenes Auge vertrauen. Das Ganze geht natürlich auch nach eigenen Vorlieben. Wenn einem jetzt der Weißabgleich nicht so gut gefällt, kann man natürlich auch nochmal selber hier den Weißabgleichregner hier verschieben. Wenn man zum Beispiel jetzt hier noch einen etwas wärmeren Ton haben möchte oder das Magenta noch ein bisschen mehr verstärkt an seinem Bild haben möchte, kann man das natürlich machen. Das ist dann seine eigene Vorliebe oder das Ganze klappt hier nicht so gut, dann muss man das zwanghaft machen. Ich finde aber, diese Methodik klappt wirklich sehr, sehr gut. Ich werde die jetzt auch in Zukunft anwenden. Ich fand die einfach super und ich hoffe, euch wird das auch noch weiterhelfen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.